Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Ja, wir werden gleich was echt Cooles sehen, muss ich wirklich sagen. Ich finde es richtig cool. Ich sag mal gleich vorab, das ist jetzt ein Reaction-Video. Das ist ein, ich verlinke das auch hier oben nochmal und auch unter dem Video ist ein Podcast von Damian Richter. Ich habe den Namen auch schon mal gehört. Ist, glaube ich, auch ein Coach. Wirklich ein traumhaftes Interview mit Steffi Stahl. Guckt euch das unbedingt an. Ist richtig cool. Ist eine Stunde. Wir gucken jetzt nochmal kurz rein. Und ich habe mal reingeguckt. Der hat, glaube ich, auch noch echt weitere, echt coole Sachen. Guckt gerne mal bei ihm vorbei. Vor allen Dingen dieses Interview ist, glaube ich, für die Zuschauer von meinem Kanal super spannend, weil Steffi Stahl aber Sachen redet. Da habe ich sie, ehrlich gesagt, noch nicht zu reden hören. Und ja, ich finde es richtig cool. Ja, wir schauen mal. Warum da jetzt ein anderer Name unter ihrem Gesicht steht, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall Steffi Stahl. So, schmeißen wir es mal an. Genau. Mega spannend. Stefan, ich habe immer wieder mit Menschen zu tun und das kommt regelmäßig. Ich werde immer mal wieder mit dem Thema Narzissmus konfrontiert. Das ist ja im Moment total in Mode. Also, finde ich so geil, muss ich jetzt sagen, dass, ich weiß nicht, ob das jemand sich eigentlich, aber eigentlich müsste Steffi Stahl das auch andauernd gefragt werden. Ich habe es aber noch nie gesehen. Und ja, zeigt mir, gut, da haben wir, glaube ich, auf Liebeschip auch einen Anteil dran, dass da so viel drüber geredet wird und über toxische Beziehungen sowieso. Narzissmus ist ja auch ein bisschen am Rande hier. Aber, meine, dass er das auch so ständig hört, ja, aber gut. Ich habe da, also ich kann, also, aber was jetzt dazu kommt, finde ich übrigens super gut, ist auch, wie gesagt, das ist jetzt mitten im Interview, das ganze Interview ist echt ein Traum, weil ich wusste gar nicht, dass Steffi Stahl so ähnliche Ansichten hat wie ich. Ich war ja mal auf dem Seminar bei ihr und ich fand diese innere Kindarbeit super und aber, dass sie auch Richtung toxische Beziehungen mal was sagt oder Narzissmus, habe ich noch nicht gehört. So, also in dieser Deutlichkeit gibt es bestimmt schon irgendwo, ich habe es auch noch nicht gehört. Und, boah, ey, das ist richtig cool, das ist richtig fresh, was da gleich kommt. Ja, also genau das Gefühl habe ich auch. Also, das, es wird anscheinend ja schnell gesagt, naja, das ist aber ein Narzisst oder die hat narzisstische Züge. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ja, also kann ich dir eine Menge zu sagen. Das Erste, was es erstmal zu unterscheiden gibt, ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung, Persönlichkeitsstörung von narzisstischen Zügen. Mhm. Also, so wichtig. Das ist ja, wenn das Wort Narzisst benutzt wird, weiß man heutzutage nicht mehr, worum es geht. Geht es darum, ist es einfach ein A, Punkt, Punkt, Punkt? Geht es um die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die nun echt selten ist, ne? Muss man mal echt sagen so. Und oder geht es um narzisstische Anteile, die alle Menschen mehr oder weniger haben, manche mehr, manche weniger. Und ja, das wird gar nicht mehr sauber getrennt. Aber trotzdem sagt auch sie jetzt hier oder auch vorher im Interview, glaube ich, auch schon, ja, natürlich gibt es sowas. Ne? Und diese Anteile sind natürlich auch problematisch. Ne? Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist jetzt nicht so oft. Aber so leicht narzisstische Züge, das haben schon die meisten Menschen. Also im Grunde so gesehen, wir ringen ja alle danach, unseren Selbstwert irgendwie zu stabilisieren. Wir lieben es alle, wenn wir ein bisschen aufgewertet werden. Wir finden es alle nicht so toll, wenn wir abgewertet werden. Also ein kleiner Narzisst steckt in uns allen und so ein bisschen Narzissmus ist auch gesund. Weil ja, das auch, das finde ich so gut. Das, also, finde ich richtig cool, dass ihr sagt, ja, also ein kleiner Narzissstück geben von uns, also dass ich auch, das ist mit anderen Worten, das finde ich halt so gut, dass es im Interview, dass ihr so andere Worte benutzt für das Gleiche irgendwo. Jeder von uns kann mal auf die Täterseite rutschen und ja, also jeder von uns kann mal gekränkt sein und das sollte auch jeder von uns mal angucken und nicht immer nur denken, dass es immer nur die anderen machen und ja, und dass es eben weiten Range gibt da so, ne, finde ich richtig gut. Es hat ja durchaus was Selbstwerterhaltendes und auch treibt uns an, irgendwie auch uns, also irgendwie nach vorne zu kommen. Ja, nicht umsonst sind viele Leute, die narzisstische Tendenzen haben, sehr erfolgreich im Berufsleben. Genau, es treibt einen nach vorne. Also dieses,
mit dem gesunden Narzissmus finde ich manchmal ein bisschen verwirrender Begriff, aber letztlich, wenn wir jetzt über Selbstliebe reden, sind auch wieder andere Worte, aber naja. Und uns zu entwickeln. So, und dann gibt es aber die Menschen mit schweren narzisstischen Zügen oder gar einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und dahinter verbirgt sich halt ein eigentlich sehr niedriges Selbstwertgefühl. Ja, auch das. Ich finde, wie gesagt, sie stellt das super gut dar. Hier, sie kann ja sowieso unheimlich gut reden und schreiben, das muss man wirklich sagen. Und ich feiere sie auch wirklich für diesen Erfolg, den sie hat. Also mit Büchern so einen Erfolg zu haben, das ist so eine krasse Leistung. Echt Wahnsinn. Ja, also was sie wirklich super gut rüberbringt, ist halt diese, ja, das ist eben so ein, man kann das nicht einfach sagen, das sind Narzissten und das, also gerade die Leute, die am lautesten Narzisst schreien, ja, es gibt ja mal so dieses Wort, ne, wenn man mit einem Finger nach vorne zeigt, zeigen drei zu einem selber, ja, also das ist eben nicht so einfach irgendwie und man sollte immer gucken, dass man seine eigene Spielfläche klar hält, so, ne. Gut, das wissen, glaube ich, viele, aber trotzdem sollte man es immer wieder klar machen, dass jemand, der so aufkacken muss irgendwie, dass es nicht heißt, dass der so einen hohen Selbstwert hat, weil Leute, die wirklich so einen Selbstwert haben, die brauchen das gar nicht, ne. Die sagen einfach, ey, ich muss jetzt nicht hier mein Haus, meine Yacht, mein sonst was. Ja. Das, klar, ich, aber ist jetzt auch nicht falsch, ne? Ich kann auch mal stolz sein auf meine Errungenschaften und das ist, glaube ich, auch so mit positivem Narzissmus gemeint, kann auch so mal sagen, ja, ich kann auch, also kann auch mein Ego lieben und mein Ego darf auch mal nach vorne kommen und sagen, ach, finde ich cool, was ich alles geschafft habe im Leben, das gehört auch zum Menschsein dazu. Und es ist wirklich so ein, es ist nicht schwarz und weiß, es ist eine Welt mit ganz vielen Graustufen, ne? Also im tiefsten Inneren haben diese Menschen das Gefühl, dass sie eigentlich ganz wenig wert sind, dass sie Loser sind, dass sie Versager sind. Und das wird halt überkompensiert durch so eine Art Größenselbst, wo sie sich halt selber sehr groß aufbauen und was halt sehr unangenehm ist, oft auch die Tendenz haben, andere Menschen abzuwerten. Also auch so ist es, weil man sich selber nicht gut genug fühlt. Also der Pluspol hackt auf sich selber rum. Der Narzisst oder narzisstische Minuspole, wie auch immer, hackt auf dem anderen rum, ne? Ja, oder der mit diesen Tendenzen, die gerade aktiv sind. In die Abwertung gehen. Und was Narzissten, also jetzt die Persönlichkeitsstörung oder auch die mit ausgeprägteren narzisstischen Zügen sehr anstrengend macht, ist die ungeheuer schnelle Kränkbarkeit. Also darüber habe ich tatsächlich noch kein Video gemacht. Ist mir aufgefallen bei dem Thema. Und das finde ich super, wie sie das rausstreicht. Auch gute Fragen hier, wie sie das rausstreicht, diese Kränkbarkeit. Also es wird auch Teil sein da in meinem Hardcore-Bindungsängstler-Kurs. Das, aber gut, will ich jetzt nicht alles auswalzen, das Thema, aber diese Kränkbarkeit, die ist, kann Beziehungen so schwierig machen, ne? Dann dieses Walking on Eggshells, ne, auf Eierschalen gehen, dieses, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, ist der andere wieder gekränkt und rastet dann womöglich aus. Und ja, das ist echt auch nochmal ein richtig cooler Punkt. Also sie sind so schnell gekränkt und dann können sie sehr unangenehm werden, sehr abwerten, sie machen dann zu, sie reflektieren das nicht, sie lassen sich abtropfen, sie manipulieren auch viel, also auch gerade über dieses Gekränktsein und Rückzug. Und deswegen ist es schwierig, mit denen auch in Beziehung zu sein, zumal sie gerade am Anfang der Beziehung sehr viel Scham versprühen können. Ich glaube, das ist vielen bekannt, ne? Lovebombing. Aber auch hier, ich finde es einfach, ich meine, sie ist halt ein Profi, ne? Ich finde es einfach gut, das mal jetzt mit anderen Worten nochmal zu hören und dass sie auch mal drüber spricht, finde ich echt gut. Und, ihrem Zielobjekt so die Welt zu Füßen legen und dann aber recht schnell komisch werden und schwierig werden. Und das ist eine sehr gefährliche Mischung. Man spricht dann ja auch ganz gern von toxischen Beziehungen. Oh, toxischen Beziehungen. Das kommt uns doch bekannt vor. Im Kontext. Weil das Gegenüber kann in so einen gewissen Sog der Abhängigkeit geraten. Durch diese Zucker... Liebessucht. Rot und Peitsche... wie sagt man, Behandlung oder wie auch immer. Ja, also die abhängigen Partner hätten gern diese schöne Anfangszeit zurück. Sie machen ja auch
die Erfahrung, dass der Narzisst auch wieder wahnsinnig toll sein kann. Und dann geht er aber wieder so in die Abwertung und wegen Kleinigkeiten. Und die Partner suchen dann oft die Schuld bei sich. Und das, deswegen kommen sie auch oft nicht so gut raus. Ja, auch, genau, kommt sicherlich euch alles bekannt vor, ne, dass man Schuldumkehr und sucht den Fehler bei sich. Ja, muss seinen eigenen Selbstwert erstmal aufpäppeln, dass man da überhaupt die Kraft findet, da wieder rauszugehen. Und ja, dann wird man zwischendurch, wird man wieder gelovebombt. Ne? Lovebombing, Kritik, Abschuss ist ja so das toxische Ablauf. Ja. Was rätst du denn jemand, der in einer solchen Beziehung feststeckt und nicht der Narzisst ist? Vor allen Dingen klar zu sehen, denn was da passiert, das ist so diese typische Verstrickung. Verstrickung bedeutet, dass ich Sachen zu mir nehme, die nicht zu mir gehören. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sachen zu sich nehmen, die nicht zu einem gehören. Das ist fast eigentlich in jeder E-Mail drin, die ich bekomme. Ne? Hat nichts mit einem selber zu tun, dass, wenn man scheiße behandelt wird. Also klar, man kann mal seine Anziehungspunkte nachdenken, so. Aber es ist nicht die eigene Schuld. Ne? Wenn der Narzisst oft schlecht gelaunt ist, ich rede jetzt so ein bisschen in der männlichen Form und das hat auch seinen Grund. Es gibt tatsächlich mehr männliche Narzissten. Und ja, also sie sagt gleich noch was dazu. Also ich kann da eigentlich gut mitgehen. Ich würde jetzt sagen, es gibt auch genauso viel weibliche Narzissten, aber sie sagt, dass sie benutzt gleich ein anderes Wort für die Damen und das finde ich auch wiederum sehr treffend. Ist auch wiederum, was für Wort man dafür findet. Aber ja. Ich würde sagen, die weibliche Narzisstin ist das, was ich so gerne als die hysterische Diva. Das finde ich einfach so geil. Es ist wirklich so, dass alle Männer, die zu mir kommen, die haben nicht so eine kalte Narzisstin. Es ist wirklich dieses ja, manchmal so ein bisschen vielleicht histrionische oder borderlineige. Also bei Frauen, da gibt es tatsächlich einen Unterschied, ne? Zwischen, also was die Frauen sagen, zu mir kommen, was die Männer sagen. Und das ist wirklich so. Hysterische Diva ist, darf man als Mann natürlich nicht sagen, sie kann das sagen, aber es trifft es irgendwie ganz gut. Es gibt Frauen, um das jetzt mal so aufzumalen, ja, also die männlichen Narzissten sind auch ausgesprochene Machtmenschen und treten auch so auf. Und ich vermute. Stimmt, aber es gibt natürlich auch männliche verdeckte Narzissten, die auch sehr brüchig rüberkommen können. Aber ja. Das hat auch was mit der Sozialisation zu tun. Das sind so Persönlichkeitszüge, die Männer, weil es ihnen auch mehr zugestanden wird, leichter entwickeln. Das stimmt. Die hysterische Diva ist dieser Typ Zicke. Könnte ein Mann nie sagen, aber es ist einfach was dran. Ne? Die auch wahnsinnig schnell in die Kränkung geht und eigentlich nicht kritisiert werden darf. Ja, darf auf gar keinen Fall kritisiert werden. Das ist, glaube ich, ja, das ist so wahr. Also ich muss wirklich sagen, guckt euch das unbedingt an. Das sind jetzt einfach nur 7 Minuten, glaube ich, aus einer Stunde. Es ist großartig. Unglaublich emotional ist und auch nicht kritikfähig ist. Also die beiden haben eine hohe Schnittmenge. Ja, die liegen nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Und ich habe einen Faden verloren. Was war deine Frage? Ich hatte ja gesagt, warum eigentlich immer nur Männer? Ach, was ich den Leuten rate, die mit so jemandem verbunden sind. Das Wichtigste ist, dass man guckt, mal ganz von außen drauf guckt und die Sachen sortiert, dass man sich nicht so verstrickt. Das heißt, viele, die jetzt mit einem Narzissten zusammen sind, suchen die Schuld bei sich. Ja, das ist dieses Thema Schuldumkehr, ne? Ja. Die Narzissten verstehen das auch ganz gut, einen genauso zu manipulieren. Dass man selber schuld ist, dass die Beziehung nicht läuft, dass man selber schuld ist, warum der Narzisst mal wieder eingeschnappt ist, dass man selber schuld ist, dass er einen nicht mehr so liebt wie am Anfang. Wäre man doch. Ja, das ist das Problem, glaube ich, bei vielen Minuspolen. Dann sind sie selber erst so verknallt, dann irgendwann nicht mehr, weil die Bindungsangst reinkickt oder so. Und dann ist das natürlich auch wieder der andere schuld irgendwie. Nur ein bisschen schöner, wäre man nur ein bisschen dieses, wäre man nur ein bisschen jenes, wäre man nur ein bisschen verständnisvoller, dann so stellt der Narzisst einen immer in Aussicht, dann würde ja alles gut laufen. Also, genau so ist es. Und das klappt natürlich nie. Die Mohrrübe bekommt man nie. Die Schuld liegt bei einem. Und dass man wirklich mal nüchtern von außen drauf guckt und sagt so, welcher Anteil gehört jetzt wirklich zu mir, dass die Beziehung schwierig ist und welcher Anteil gehört zu dir. Das heißt, dass man sich sozusagen entschuldet. Also guckt,
realistisch, was ist mein Anteil und welchen Anteil gebe ich dem anderen zurück? Also wofür ist er selber verantwortlich? Ja? Das wäre so ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Der meist und natürlich darf man auch bei sich gucken, ne? Aber das stimmt, die Pluspole gucken ja immer viel zu selber sich so. Ne? Ja. Und die anderen viel zu wenig. Sind die Leute damit überfordert, wenn man ihnen sagt, ja, dann trenn dich doch, dann trenn dich doch. Erstmal müssen sie so diese Schuldgefühle loswerden, um persönlich wieder stabiler zu werden, überhaupt die Stärke aufzubringen für eine Trennung. Auch interessante Sichtweise, ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Beschreibung dieses Umstandes und wie man damit umgehen kann. Also ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen ganz schnell das Gefühl haben, oh, bin ich da in dieser narzisstischen Beziehung? Ist er ein Narzisst? Ist er kein Narzisst? Wie kann das jemand schnell feststellen? Also, ich zitiere jetzt mal einen Kollegen, der mir gut gefällt. Das ist der Christian Hemschemeier. Boah, was? Christian Hemschemeier? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich habe es mir natürlich vorher schon mal angeguckt, aber ist doch cool, ne? Ja, wusste ich gar nicht, dass die mich so offen... Also, ich war auf dem Seminar bei ihr, aber es ist schon ewig her. Aber wow. Und sie erklärt das jetzt echt cool, muss ich sagen. Ich finde, sie erklärt es fast besser als ich. Auch einiges über Beziehungen. Und ich finde, der schreibt irgendwie ganz coole Sachen. Und der hat sowas entwickelt, wo ich sage, ja, das finde ich richtig cool. Der Hemschemeier sagt nämlich, definiere deine Beziehung Standards. Guck Steffi Stahl meine Videos. Na, was sind deine Standards? Was ist dir persönlich wichtig auf einer Beziehung? Das sind deine Standards. Und definiere deine No-Gos. Mhm. Na, also was sind deine, wie sagt der Deal-Breaker, nennt er die. Okay, Was sind deine Standards und was sind deine Deal-Breaker? So. Ja. Und wenn du deine Standards klar hast und auch deine Deal-Breakers, dann ist es eigentlich ziemlich egal, ob der andere jetzt Narzisst ist, bindungsängstlich ist oder ob er einfach nicht auf dich steht. Dann verletzt er deine Standards. Und wie kann man das so schön sagen? Besser sollte Steffi Stahl sollte meine Bücher schreiben. Nein, Spaß. Ja, aber das ist es. Ja. Nimm den Fokus der Beurteilung zu dir. Denn dieses Ganze, sich den Gedanken, den Kopf zu zerbrechen, warum macht er das jetzt? Liebt er mich nicht? Oder wäre er vielleicht mit einer anderen glücklicher? Oder was auch immer. Das ist alles Zeitverschwendung. Sondern, dass man einfach bei sich bleibt und guckt, was sind meine Standards und was sind meine Dealbreaker? Und warum der andere sich auch immer so verhält, spielt dann eigentlich gar nicht mehr so eine Rolle. Weil sich in die Gehirnwindung eines Neurotikers reinzudenken, das ist meines Erachtens reinste Zeitverschwendung. So wahre Worte. Und auch dieses, was sie sagt mit der Neurotika, es ist nicht immer, man sagt immer Persönlichkeitsstörung. Viele Menschen sind auch einfach, ist jetzt auch nicht ihren Schuld, aber einfach sehr neurotisch. Und das ist, was die Wissenschaft tatsächlich sagt, dass so dieser neurotische Faktor, der macht es eigentlich unbedingt leichter in Beziehungen. Ne? Es ist nicht immer nur, es ist nicht immer Persönlichkeitsstörung. Ne? Und dann klebt man auch zu lange dran. Weil wenn man das nämlich tut, jagt man nämlich nur einer Frage hinterher. Und zwar der Frage, was hat das alles mit mir selbst zu tun? Wie gesagt, auf so einer übergeordneten Ebene kann ich, das sage ich ja immer, Anziehungspunkte, aber dass dann jemand scheiße behandelt, das ist seine Entscheidung, es hat nichts mit dir zu tun. Ne? Im Grunde genommen kämpft man um sein eigenes Selbstwertgefühl nach dem Motto, okay, wenn der Typ Bindungsangst hat und narzisstisch ist, dann ist es ja nicht so, dass ich versagt habe, ne? Trotzdem kommen sie dann ja nicht los. Ja, es könnte ja sein, dass er noch heilbar ist oder so. Ne? Und also die chronische Angst vorm Alleinsein plus das Selbstwertgefühl, das ledierte, und das wird ganz schön strapaziert in solchen Beziehungen, und die unverbesserliche Hoffnung, der andere würde sich noch ändern, das sind so, ist so der Zement, dieser Kitt, warum viele Menschen auch nicht davon loskommen. Und deswegen finde ich diesen Maßstab mit den eigenen Standards und Dealbreakern finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Was für ein schönes Video. Ja, also richtig cool. Und also ich das ganze Video von dem Richter und der Stahl ist richtig cool. Guckt es euch mal an. Also mir war vorher nicht klar, dass
unsere, dass das so ähnlich ist, wie wir das sehen. Und ich finde wirklich toll, wie sie das mit ihren Worten beschreibt. Also richtig cool. Vielen Dank an die beiden. Und bis Sonntag habe ich ja noch einen 24% Code auf meine Kurse, Fliegenpilz24. Und wir werden es bald wiedersehen.